So? Ach, anderes Thema. Warten, ist, Komm nicht. bin ich's oder bin ich's nicht? Ja. Kann ich, da, dir, da, eigentlich schon mal gesagt, hab ich dir eigentlich schon mal gesagt, jetzt kommt's dass ich am Sonntag früh wach geworden bin und dachte, das ist Montag? Wenn du nicht wach geworden wärst, ne? Dann. Aber du kommst komplett durcheinander. Hallo Bock, Heide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Matze. Und er. Der Lutze. Matze ist nicht ganz drauf heute. Er hat Aua, hat er gesagt. Ihm tut der linke Zeh weh, weil er wieder gegen sein Sofa gerannt ist, als er zum Essen wollte oder so. Mach einen kleinen Zeh dran, haben sie gesagt. Warum? Pass auf, das wird lustig. Hm? Ja, Gruß der Woche geht heute an den Winter. Mach, tschüss, dass du wegkommst. Tschüss, Winter. Ja, es sieht noch nicht so aus. Matze hat zwar letztes Mal Regen angesagt für Donnerstag. Das hat Gott sei Dank nicht funktioniert. Jetzt gucken wir mal, was er heute so von sich gibt, ob wir endlich mal zum Frühling kommen. Hier versuchen die Blumen rauszukommen und wir gucken mal. Jo, unsere Themen heute. Ich bin in Dienstleitung, du nicht mehr hier, aber ich kann hier, ist so kalt bei dir heute. Du hast wieder Geld gespart und die Heizung ausgelassen. Frostbeule. Test im Gemeindehaus, da wird getestet. Was testen wir? Ja, wir gucken. Einbruchsicherheit? Nein, natürlich nicht. Also die Gemeinde möchte einen kostenlosen Schnelltest anbieten. Haben sie schon gesprochen, haben irgendwie das okay gekriegt vom Landkreis. Aber dafür benötigen sie natürlich Mitarbeiter, die das können. Und deswegen sucht die Gemeinde, also genau genommen der Bürgermeister, 5 bis 6 Leute oder so, glaube ich, war das, ne? Für ein paar Freiwillige, die da Unterstützung bei den Tests machen, und die werden auch eingewiesen und kriegen auch eine kleine Aufwandsentschädigung. An 2 Tagen in der Woche. Stets geschrieben. Und wer da Interesse hat, an den Tests mitzuwirken bzw. die Tests mit durchzuführen, der meldet sich einfach hier unter dieser Telefonnummer beziehungsweise unter dieser E-Mail-Adresse beim Bürgermeister, bei unserem Ortsbürgermeister Andreas Kreibig, und kann dann eventuell die Tests durchführen. Was machst du da jetzt? Ich bin nur noch hier. Aber ich gleich nicht mehr. Und dann gibt es gleich noch die nächste Information, zum Beispiel Familienzentrum Borg-Heide-Borg-Walde. Die sind schon zusammen. Ja. Ja. Und da gibt es Blumensamen-Set. Kindereltern für Kindereltern und Senioren, oder wie? Was? Blumensamen für Kinder, Eltern und Senioren. Kannst du die in den Blumentopf stecken und dann zugucken? Ja, wie die größer werden. Das ist die nächste Corona-Bestimmung, dass die nicht mehr raus dürfen. Die werden jetzt in Blumentöpfen gehalten, die Leute. Ja, natürlich nicht. Das gibt jetzt Gerüchte. Ja, natürlich nicht. Aber die haben sich was ausgedacht. Die kommt ja von der Stiftung Job.de und Freizeitzentrum Borg-Heide-Borg-Walde. Familienzentrum heißt das, Mensch, nicht Freizeitzentrum. Junge. Lies doch einfach richtig. Und das Ganze sind die, ich kann nicht lesen, Kreativtage Togo. To go. Ach, to go. Auch nicht. Lies doch einfach also sächsisch. To go. Auch nicht aus Togo, sondern Kreativtage Togo. Und da kann man sich ein Blumensamen-Set abholen und zu Hause machen, beobachten, wie die Blumen wachsen, Matze. Dienstag, 30.03.2021, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr im Gemeindehaus in Borg-Heide, Kirchanger 4. Genau, da kann man es abholen. Und natürlich mit dem nötigen Abstand und dergleichen mehr. Und den Tontopf, der da mit dran ist, wir haben hier mal das Bild ja mit reingeschmissen, den kann man auch selbst bemalen, so wie es einem gefällt. Und dann kann ja nur noch der Frühling kommen, ne? Da kann man ja gleich die Ostereierfarben nehmen. Die Koordinatorinnen sind mal Marlies Biniok und Ursula Gätke. Und die Telefonnummern, blenden wir hier gleich noch mit ein, und auch die E-Mail-Adresse. Das brauche ich jetzt gar nicht so wiederholen, merkt sich keiner, oder? Nein, das. Ich schreibe das hier unten mit. Kommt rein. Den Text unten mit rein. Genau. In dem Kommentar. In welchen Text? Zum Video unten. Ach so, drunter nachher. Da. Wenn du fertig bist und das drunter schreibst. Ich habe ja geguckt, wo der Text ist, aber hier haben wir ja Text. Brauchst du noch rauskopieren, einfügen? Weißt du, wie das funktioniert? Das erkläre ich dir nachher nochmal in der Separaten. Das kann ich nicht. So. Jo, das ist alles ist kostenfrei. Genau, ist kostenfrei und im Namen der Kreativtage. Im Rahmen, Mensch, im Namen. Im Rahmen, Namen. Junge, Junge, ich bin fertig hier mit der Welt, merkt ihr? Es ist erst Montag. Es wird Zeit, dass Montag Frühling wird. So, und dann Spielplatz. Weißt du eigentlich, wo der Eichelherweg ist? Ja, wenn du einmal rausfällst, bist du mit der Nase schon drauf. Warst du schon mal auf dem Spielplatz dort rutschen? Nein, noch nicht. Noch nie? Ich glaube, ist da eine Rutsche?
Weißt du nicht mal, dass da keine Rutsche ist? Deswegen brauche ich auch mal wieder rutschen. Ja, wie ihr hier sehen könnt, gibt's da neue Spielgeräte, hat sich die Gemeinde mal wieder an Unkosten gestürzt und den Spielplatz mal wieder ordentlich auf Vordermann gebracht. Wenn der Frühling und der Sommer kommt, könnt ihr euch mal anschauen, was hier für Geräte neu sind. Das ist noch nicht freigegeben, ist noch abgesperrt, da hat die Gemeinde noch ein bisschen Nacharbeiten zu tun. Aber ich denke mal, sobald der Frühling und unsere momentane Handicap dazulassen, kann man auf dem Spielplatz sich ordentlich vergnügen für die Kittys. Kannst du auch von dir, wenn du hier oben aus dem Pfosten rausbaust, kannst du auch eine Seilrutsche bis darüber machen. Kann ich machen. Schön über die Straße. So, und weil wir mehr haben wir nicht. Wetter haben wir noch. Matze. Der Lutze möchte auch nichts mehr über die Corona-Inzidenz sagen, weil das langsam alles nervt. Es nervt alles. Ja, ich möchte da nichts drüber sagen. Ja. Ist ja egal. Corona macht, was es will und alle machen mit. Und ich möchte dazu nichts sagen. Lieber nicht. Matze, wie sieht das Wetter aus nächste Woche? Du, Gott, sag mir nicht so ein beschissenes Wetter an wie letzte Woche. Also Fakt ist ja, dass wir in Deutschland viel zu wenig Regen hatten die letzten Jahre. Und ich bin ganz froh, dass es heute noch mal geregnet hat. Und dass es in dieser Woche kaum noch regnen wird. Es kommt vielleicht mal der eine kleine Regenschauer vorbei. Man spricht auch von bis zu Schnee und Grauche in die tiefen Lagen. Nochmal Donnerstag Nacht werden wir auch nochmal schön Frost bekommen und die Tagestemperaturen sinken in der Woche Richtung Freitag nochmal auf die 4 Grad runter. So, das ist für diese Woche. Sieht nicht schön aus, aber erfreu dich noch bitte an dem bisschen Regen, der auf deine Wiese plätschert. Und wie wir hier in der Langfristvorhersage sehen, da kann man ja eigentlich nie trauen, aber es gibt natürlich ein bisschen positiven Effekt, dass wir dann ab dem Freitag, Samstag die Temperatur wieder nach oben gehen sehen, so Richtung 16 Tage Vorherschau, Richtung 15 Grad und das wäre natürlich was. Aber wie du da auch siehst, mit dem Niederschlag wird es da nicht mehr viel. Da scheint die Sonne. Ja, die brauche ich auch für mein Gemüt. Und dann sagst du wieder, die Blümchen brauchen Wasser und schon fehlt wieder das andere. Ne? Hast du Sonne schön, mach Regen, ne? Lass kommt mal, dann wieder. Jetzt haben wir aber genug graue Tage gehabt. Jetzt brauchen wir doch mal ein bisschen Sonne fürs Gemüt. Ich habe Lampen an. Das ist Frühling. Du hier immer im Dunkeln sitzt. Nein, das ist nicht dasselbe. Lampen ist nicht dasselbe. Nee. Lampen ist keine Sonne. Ich muss ja jetzt beim Arbeiten zu Hause, muss ich regelmäßig früh morgens die Jalousie zumachen, weil es mir auf dem Monitor geblendet hat. Also es waren schon einige Sonntage da. Sonntage und Samstage auch. Sonntage auch, ja. Samstage auch. Jo, soweit so gut. Ach, hier war übrigens ein bisschen stürmisch am Wochenende, ja. Hast du das gemerkt? Nö. Ich stelle mal den Müll auf die Terrasse raus und am nächsten Morgen ist er weg. Vor allem sich nicht wundern, wie das hier im Burgheimer aussieht. Da hat der Mitarbeiter hier vom. Der fährt immer mit dem Dreirad. Müll ist nicht wirklich weg, den hat jetzt nur wer anders. Ach so. Der freut sich jetzt, der guckt, ob noch ein paar Reste übrig sind, die er hier brauchen kann. Ja, also okay, schauen wir mal, wann das nächste Grillwetter kommt. Hoffentlich nächste Woche, wenn alles klappt. Gucken wir mal. Also, wir sind schon fertig, komm, wir quatschen jetzt kein dummes Zeug mehr. Wir sind doch schon unter 8 Minuten oder so. Ist mir egal, tschüss. Frust. Nee, wir sind über 8 Minuten. Frust. Wie immer hier vor der Kamera. Ich und? Er. Er und ich. Okay, Matze. Wir. Lutze. Wir. Ich glaube, wir kommen nächsten Montag wieder. Mal gucken, wie es so aussieht. Vielleicht können wir da richtig schon Sonne ansagen oder Wetter. Mal gucken. Hast du eine Uhr? Kannst du die Uhr? Ist bunt, das reicht mir. Okay. Und tschüss. Tschüss.